Nun ist es endlich soweit. Wir kommen zu dem Spiel, auf das alle Fußballfans schon gewartet haben. Es ist ein Duell, das es in sich hat. Es ist ein Duell, das eine Menge verspricht. Gleich geht's hier endlich los und wir sind natürlich live dabei. Wer setzt sich durch? Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Aus einer echten Winterlandschaft melden wir uns heute Abend, liebe Fußballfreunde. Und damit begrüßen wir Sie recht herzlich zu diesem Spiel im Schnee. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel aus der Credit Suisse Super League. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Er zieht ab. Kein Problem, ganz sicher. Ah, klasse geklärt. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da sehen wir den Ballverlust. Er schießt. Erstmal geblockt. Gut geklärt. Jetzt hätte er Anspielstationen. Er kann es machen. Und damit ist das erste Tor dieser Partie hier gefallen. Super vorbereitet. Das sind diese kurzen Pässe. Da hat es die Abwehr natürlich unglaublich schwer. Bewegen sich viel, lassen den Ball laufen und am Ende ist eben die Lücke da. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Sie haben Platz auf außen. Schönes Tackling und den Ball erobert. Ganz stark. Sie müssen aufpassen. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Die Chance hier. Oh, da müssen Sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen Sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Sie wechseln aus. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Jetzt kommt die Flanke rein. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Sie verlieren hier den Ball. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Jetzt könnte hier durchaus was entstehen. So, was machen Sie draus? Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Versucht es mit dem Kopfball, aber drüber.
Gut gespielt, dieser Steilpass. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung hier ausbauen. Ball kommt lang. Ganz energisch. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik ansehen. Und sie kommen ja durchaus auch zu ihren Chancen. Ich glaube, der Ausgleich liegt in der Luft. Im Moment sind sie nicht im Ballbesitz. Sie müssen hinten aufpassen. Renato Steffen. Tolle Chance. Sehr präzise, aber knapp neben das Tor. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Der Schiedsrichter pfeift ab und es geht in die Pause. Buschi, bisher ist das ein guter Auftritt in diesem Spiel, oder? Wie hast du es gesehen? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Unaufhaltsam. Flanke kommt nach innen. Da passt der Klasse auf. Sie unterstützen gut. Gut durchgesetzt, gefährlich. Geht nicht rein. War natürlich eine Riesenchance. Da müssen sie mehr draus machen. Unfassbar. Ein Pass mit viel Auge. Er zieht ab. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Die Ecke kommt rein. Ja, den Eckball holt er sich. Da ist er zur Stelle. Da fehlen Zentimeter. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Sie verlieren hier den Ball. Der Angriff jetzt, das machen Sie gut. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Gute Flanke. Befreiungsschlag. Und er pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Er erzwingt den Ballverlust. Den Zweikampf führt er sehr gut. Schöner Pass jetzt. Ja, wird Einwurf geben und kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr
effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Das gibt Elfmeter, Chance den Ausgleich zu machen, Chance wieder reinzukommen in dieses Spiel. So, keine Karte, klar, den Elfer muss es geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit einer Karte gerechnet. Ich auch, Wolf, hartes Einsteigen wäre gelbwürdig gewesen. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Der Strafstoß ist drin. Ah, das war wirklich knapp und ein Haar doch noch gehalten. Also da können Sie vom Glück sagen, dass er reingegangen ist. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Da sah es kurz so aus, als könnte er die Balance verlieren, aber er fängt sich wieder. Jetzt kommt der Schuss. Den Ball verzieht er. Sie wechseln also aus. Ja, wird hier gut unterstützt. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Der Angriff jetzt. Frage ist, wer hat jetzt diese eine Entscheidung? Jetzt haben sie es! Ja, sie gehen hier in Führung und das kurz vor Schluss, ganz wichtig. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Sechs Minuten haben wir hier noch. Der Ball kommt gut. Geht nach innen. Tolle Chance. Wahnsinn. Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Was will die Abwehr da machen? Setzt sich auf engstem Raum durch, tankt sich durch, unheimlich willensstark. Und der Abschluss ist schlicht und ergreifend perfekt. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Die Nachspielzeit 3 Minuten. Schlusspfiff in dieser Begegnung, das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ein guter Auftritt bringt hier am Ende den Sieg. Das war eine wirklich schöne Leistung. Und man sieht natürlich auch, wie wichtig das ist, solche Leute, solche Schlüsselspieler in der Mannschaft zu haben.